Hallo und herzlich willkommen zu den Programmhinweisen für den 15. Januar, ein Dienstag. Es geht los. Die ARD zeigt um 20.15 Uhr nach der Tagesschau um Himmels Willen eine Serie. Die Folge heißt Schwangere Geburt. Die schwangere Anneliese sucht Rat bei Schwester Anna. Sie fürchtet, dass ihr Mann nicht der Vater ihres Kindes ist. Soll sie ihm den Seitensprung gestehen? 21.05 Uhr in aller Freundschaft, danach plus minus. ZDF zeigt Meine Heimat, Deine Heimat, Teil 2 mit Wolf von Lujewski durch Ostpreußen. Wer das alte Königsberg kannte, wird es schwer haben, sich im modernen Kaliningrad zu orientieren. Im Zweiten Weltkrieg, fast völlig zerstört, wurde die Stadt praktisch neu errichtet. Um 21 Uhr dann Frontal 21. Der NDR zeigt Visite, ein Gesundheitsmagazin mit Vera Cordes. Themen sind unter anderem Spezial-Osteoporose, Gutsehen im Alter, neue OP-Methode ersetzt Lesebrille, wenn Ärger krank macht und meine neue Hüfte Teil 1. Danach der XXL-Ostfriese Teil 2, dritter Teil am 22.01. Um 21.45 Uhr, Adelheid und ihre Mörder, eine Krimiserie. So, RTL zeigt CSI Miami, ebenfalls eine Krimiserie, Henkers Mahlzeit. Wegen Ermittlungsfehler wird die Exekution eines Mörders verschoben. Horatio und Ryan Wolf müssen nun schnellstens stichhaltige Ergebnisse liefern. Danach kommt Dr. House, eine Krankenhausserie, und im Anschluss daran 22.15 Uhr, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Eine Doku-Soap mit Sonja Zitlo und Dirk Bach als Moderatoren. Sat.1 zeigt FC Venus, Frauen am Ball, eine Beziehungskomödie aus Deutschland. Regie Ute Wieland. Anna ist sauer, ihr Freund Paul, gespielt von Christian Ulmen, zieht zurück in seinen Heimatkaff, um seinen Fußballclub vor dem Abstieg zu retten. Um 22.15 Uhr Akte 0803. Pro7 zeigt The Next, Uri Geller, unglaubliche Phänomene live, neunteilige Talentshow, Moderation Stefan Gödde. Teil 2 der ungewöhnlichen Talentsuche. Uri Geller stellt hohe Ansprüche. Wird sich jemand finden, der ihnen entspricht? Um 22.15 Uhr dann Switch Reloaded, eine Comedy-Reihe. Anschließend der Quatsch Comedy Club. Gäste sind Johann König und Käthe Lachmann. Moderation Thomas Ernst. RTL 2 zeigt Engel im Einsatz, eine Doku-Soap mit Verena Poth. Danach exklusiv die Reportage. Thema Keiner liebt mich. Kabel 1 zeigt Jackie Chan mit Showdown mit 1000 PS. Actionfilm aus Hongkong aus dem Jahr 1996 mit Jackie Chan. Mechaniker Jackie nimmt an Autorennen teil. Dabei gerät er an den Gangster Cougar. Anschließend Abenteuer leben. Vox zeigt Goodbye Deutschland, die Auswanderer, Reportagereihe. Danach um 22.15 Stern TV Reportage. Thema Aus denen wird nichts, Kinder am Rande der Gesellschaft. Arte zeigt Hollywood Science, Verfolgungsjagden auf vier Rädern. Und um 21 Uhr ein Themenabend zum Thema Depression. Super RTL zeigt SpongeBob um 20 Uhr und danach die lustigsten Schlamassel der Welt. Siebenteilige Comedy-Show mit Thomas Schürmann. Anschließend Guinness World Records. Show mit Dirk Penkwitz. Das war's und mit diesem Programm viel Spaß und gute Unterhaltung. Bis morgen.